Hallo, liebe Umefieder in Zweibeiner draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Zur Begrüßung habe ich mich heute mit Lando hier auf die Flugwiese gesetzt. Und es gibt ganz viele tolle Themen, die ich an dem Donnerstag zusammengesammelt habe. Ein paar beziehen sich auf die Fragen, die ihr letzte Woche unter die Videos geschrieben habt. Und ein paar andere Sachen, die mir noch so einfallen. Also bleibt gespannt. Und die Vorstellung von unserem neuen Kalender für 2024 vom Wandkalender. Auch ganz tolle Motive. Das drehe ich jetzt gleich als erstes. Also bleibt gespannt. Bis gleich. Tschüss. Ja, und das ist der Kalender für 2024. Hier, wenn ihr da Interesse dran habt, der Link ist unten in der Beschreibung für unseren Shop. Könnt ihr dann gucken. Genau, also wir haben da ganz viele schöne Bilder, finde ich. Bisschen im Flug, bisschen einfach sitzend. Hier, April der Lemmy. Mai die Kanada-U-Familie. Der Stanley im Juni. Im Juli der Franz Josef. Ist schon ganz schick gedruckt, da kann ich nichts sagen. Auch ganz oder dickeres Papier. Empfohlen war etwas dünneres, also die Standardauswahl. Und hier stand Premium dabei. Und ich fand, das muss es schon sein. So, dann haben wir hier auch noch den Darth Vader für den Anfang des Herbstes, dachte ich von den Farben her. Auch hier Uhu-Auge für den Oktober dann, für den Herbst. Ich finde, das sind schöne herbstliche Farben. Dann wird es langsam kälter, da kommt ein Raufußkauz. Und dann für den Dezember natürlich die Schneeeule. So muss das sein. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Vögel trainieren, nachdem wir uns hier den Kalender angeguckt haben. Und zwar Kado ist wieder dran. Und da gab es letzte Woche so eine Frage, wo, wo unter dem Video stand, ob wir die Tiere nur so einsperren oder ob wir irgendwie die auch auswildern oder irgendwas anderes mit denen machen. Es ist so, wir bestehen aus mehreren Teilen, wenn man so möchte. Und die Kato befindet sich im Zooteil. Und wir trainieren die Zootiere hier unten. Das heißt, sie werden eingeflogen, fliegen dann teilweise an der Schnur, wenn sie eingeflogen werden. Das ist bei Kado jetzt der Fall, weil sie ja vor ein paar Wochen da weg war und wir sind da gerade noch im Muskulaturaufbau wieder. Kam ja aber wieder zurück, beziehungsweise ist ja wieder zu Menschen gedippelt und hat sich dann abholen lassen von uns, die kleine Maus. So ist das schöner, ne? So, mal ein bisschen nach dem Licht gucken. Und die anderen fliegen ja auch viele frei. Also sie können auch selber wählen, ob sie zurückkommen und ob sie wieder in ihre Voliere wollen. Und tatsächlich ist es ganz häufig so, dass Vögel, wie zum Beispiel Fräulein Ted oder Stanley, war jetzt gerade mit Stanley, war das wieder hier die Tage, der hatte keinen Bock mehr, der wohnt, lasst mich zeigen, da, neben gleich in der ersten Tür, wenn man da von vorne reingeht. Und da hat Stanley keine Lust gehabt und anstatt dass Stanley halt wegfliegt irgendwohin, ist Stanley einfach da vor seine Tür gelaufen und hat gewartet, bis ich ihm seine Tür wieder aufmache und ist dann in seine Voliere gelaufen. Also das ist wirklich so, dass die, wenn sie wollen, können sie zu jeder Zeit weg, so wie das Kado auch gemacht hat. Und meistens kommen sie dann aber innerhalb der nächsten Stunden oder ein paar Tage dann wieder zurück. Das ist normal in aller Regel so, vor allen Dingen, wenn man sie nicht über Hunger fliegt, sondern über Zuneigung. Und das funktioniert bei uns eigentlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, die fliegen ja dann auch frei. Wartet mal. Und dann kommen die freiwillig zurück und dann ist das für mich zumindest vollkommen okay. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass die Vögel die Möglichkeit haben wegzufliegen und die gar nicht nutzen, sondern halt immer wieder kommen. Und ich weiß, ja, das machen sie aus freien Stücken und nicht, weil ich sie dazu zwinge, über Futterentzug oder sonst irgendwas zum Beispiel. Der andere Punkt ist, wir haben oben eine Auffangstation und zwar das, was ihr gerade da oben jetzt bei mir im Hintergrund seht. Das sind 9 Volieren, ihr könnt aber nur 2 von hier unten so sehen, wie ich es gerade aufgenommen habe. Und da ist es so, da sitzen die verletzten, die verunfallten Wildvögel drin, die wir von den Leuten gebracht bekommen, aus dem ganzen Vogelsbergkreis, teilweise aus dem Fulda-Gebiet und auch noch weiter. Oh, guck mal, die Maus, ach, sie hat Essen gefunden da unten. Ja, sehr gut, hast du ja prima hingekriegt. Ja, der Kado ist mir wohl was aus der Tasche geplumpst, nicht? Ja, so ist das. Ja, und die Auffangstation, die wird hier unten vom Zoo halt einfach mitbezahlt. Also das, was die zur Not braucht. Klar, kriegt ihr auch ein paar Spenden, aber das reicht hinten und vorne nicht mit dem, was da an staatlichen Zuschuss gibt. Das ist leider sehr, sehr, sehr wenig.
Und dementsprechend muss das irgendjemand auch bezahlen. Will ich auch gar nicht jammern. Wir müssten es nicht machen. Wir könnten jeden Mensch heimschicken, der einen wilden, verletzten Vogel hat. Ich bräuchte nicht ein ganzes extra Baugenehmigung da oben für diese Auffangstation bräuchte ich nicht haben. Gar nichts. Da könnte ich eigene, also für selber Vögel hinsetzen, den Platz für mich nutzen. Ja, das sind 3000 Quadratmeter Gelände, die Wildvögel da zur Verfügung haben. Das bezahlen aber natürlich, wird ja unten mit durch den Zoo mitfinanziert. Wenn da oben was gebraucht wird, wenn irgendwas erneuert werden muss, dann wird es einfach von hier unten mitbezahlt. Das ist gar kein Thema. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz nette Idee. Sonst hätten wir es nicht so gemacht. Ich meine, ist ja klar. Aber letzten Endes bin ich damit fein. Solange ich mich abends noch im Spiegel angucken kann, ist alles gut. Ich bin jetzt niemand, der Tiere die ganze Zeit einsperrend oder in Anbindehaltung hält. Wir versuchen auch die Vögel immer auf den neuesten wissenschaftlichen Stand zu heben. Die Haltung, wie gesagt, Anbindehaltung mit 1-2 Meter Seil, wie man das aus so einer 0815-Falknerei kennt, das gibt's bei uns gar nicht. Jetzt nicht böse sein, wenn ihr sagt, aber da haben wir so eine tolle Falknerei und so und die ist echt toll und die bindet halt die Vögel auch mal an. Ja, wenn sie dauerhaft angebunden sind, dann sind sie für mich halt 0815, weil es geht auch anders. Und wenn jemand sagt, es ginge nicht anders, dann erzählt er nicht ganz die Wahrheit. Er geht den einfachen Weg und sagt halt, es geht nicht anders. Die Vögel anzubinden ist eigentlich keine Lösung dauerhaft mit 1-2 Meter Seil. Wenn das mal für kurz ist, ne, für eine Stunde während der Vorführung, dann will ich da gar nichts sagen, bis man sie dann braucht. Aber ansonsten ist so ein Pfosten, den man in den Boden steckt mit 1-2 Meter Seil, einfach nur viel, viel billiger, als wenn man so eine Voliere baut. Hier so eine kleine Voliere, die nicht mal, also die 2 bis 3 mal so groß wie der Gesetzgeber als Mindestmaß vorschreibt, die kostet uns ohne Baugenehmigung und so weiter, ohne Arbeitskosten, weil ich das selber baue, aber nur reine Materialkosten kostet uns so eine kleine Voliere 3.000 bis 5.000 Euro, je nachdem, ob sie an eine andere angeschlossen ist oder ob sie alleine freistehend ist. Wegen den Wänden und so. Also von daher, wie gesagt, soll keiner sagen, es ging nicht ohne Anbindehaltung. Das ist easy möglich. Wir binden keinen einzigen Vogel dauerhaft an und nicht mal fürs Training. Die ersten Wochen, das geht alles ohne. Deswegen, also wie gesagt, ich bin fein. Wenn in einer neuen Studie rauskommt, dass irgendwas wieder schlechter ist, wie es jetzt vielleicht der Fall ist, wir arbeiten schon dran am nächsten Punkt. Wir wollen in Zukunft auch komplett die gesamten Lederbändchen, die Geschühe weglassen. Aber ich bin dran, 3-4 Vögel sind schon soweit, aber viele sind auch noch nicht so weit. Von daher, ich bin dran. Und dann fällt das Geschüh, also diese Lederbändchen, die fallen dann auch noch weg. Und so wenig Zwang wie möglich, das ist meine Devise. Und wie gesagt, dauert vielleicht noch 5 Jahre, 10, aber ich komme da schon hin. Auf geht's. Ja, wie gesagt, und wir lassen ja auch die Vögel dann frei fliegen. Guck, zum Beispiel hier, wenn die Hunger hätte, wäre die schon 3-mal da. Aber da Fräulein Tetja immer das zu fressen bekommen, was sie möchte, dann dauert es halt manchmal einfach ein bisschen. Dann braucht man ein bisschen Geduld, ja, und dann packt man nochmal Futter aus und ja, hat sie immer noch keine Lust, dann nehme ich den Arm wieder runter. Das ist nicht schlimm, dann lassen wir sie ein bisschen gucken. Das ist doch nicht tragisch, kann der Vogel machen, was er möchte. Wie gesagt, fliegt er auch manchmal irgendwo anders hin, aber meistens, wenn er keinen Bock hat, fliegt sie direkt vor ihre Volierentür auch, genau wie Stanley und die meisten anderen und warten einfach, bis man sie reinlässt. Komm, Fräulein Ted, ich hol mal, guck mal, jetzt hole ich was Größeres zu essen raus. Pass auf, jetzt hier, jetzt geht's aber richtig ab, du. Ja, auch nicht. Wie gesagt, es ist warm, die hat genug zu essen, warum soll die sich bewegen? Das meine ich mit Zwang. Da kannst du nicht zwingen. Also wie gesagt, wenn du kein Essen weglässt, ich könnte euch sagen, wie tief die sein müssen in der klassischen Falknerei, wenn man es so betrachtet. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Das könnt ihr erfahren, wenn ihr hier zu mir kommt. Da verrate ich euch das. Das ist ein bisschen, damit die so richtig mit Action fliegen. Da müsst ihr ein bisschen mehr Essen weglassen. Oder müsst ihr Essen weglassen. Hier, so wie ich das mache, ist mir doch egal. Wenn der Vogel 10 Minuten braucht, braucht er 10 Minuten, bis er einmal kommt. Und wenn er eine halbe braucht, braucht er halt nur eine halbe. Komm, Fräulein Ted. Oh, jetzt geht's los. Guck doch. Geht immer, ne? So ist das nämlich. Ja, und jetzt gleich kommt was, was auch eine Frage war, wie man findet, dass, wo man die Adressen findet oder was man tun muss, wie man anrufen muss, wie auch immer, wenn man verletzten Wildvogel findet.
Das habe ich aber, wie gesagt, am Montag schon aufgenommen. Also wundert euch nicht, ich stückel das jetzt hier erstmal dazwischen. Ne? Also von, es passt nicht so genau rein, habe auch ein bisschen was anderes an, also nicht irritieren lassen. Das könnt ihr euch angucken, das ist der beste Tipp, den ich da für euch habe. Ich habe hier einen verletzten Mäusebussard, der saß im Moment jetzt erstmal vorne in unserer Erstaufnahmestation, dass wir gucken können, dass die gesund sind und so weiter, keine Wurmbefall haben und so. Und das ist jetzt passiert, der ist jetzt ein paar Tage da, ich glaube letzten Freitag oder Donnerstag, da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und jetzt ist er soweit fit, er kann hoch in die Voliere, wo er dann langsam sich rehabilitieren kann und fit werden kann, sodass wir ihn wieder auswildern können. Aber jetzt zur Frage, was macht ihr am besten, wenn ihr einen verletzten Greifvogel oder generell Vogel findet? Dazu gibt es leider keine einheitlich gute Antwort, die ich euch geben kann, weil in ganz Deutschland wird das auch anders gelöst. Selbst hier in Hessen ist es teilweise von Regierungspräsidiumsbezirk zum nächsten ist es komplett anders, oder das ist nicht komplett, aber ein bisschen anders. Also hier im Vogelsberg ist es so, ihr könnt bei allen Vögeln uns anrufen und könnt die Tiere auch vorbeibringen. Oft ist auch die Polizei ein guter Ansprechpartner, zumindest wenn sie die Kapazitäten haben und dementsprechend halt die Zeit haben, dann kommen die gerne vorbei, helfen euch auch. Die fragen uns auch teilweise dann, was sollen sie machen, ob sie da hinfahren sollen, gucken sollen und so weiter. Mit den Jägern, das ist manchmal eine schwierige Geschichte, weil die oft also auch nicht ortsnah wohnen. Und das heißt, ihr könnt die dann zwar versuchen zu kontaktieren, aber woher wollt ihr wissen, wer der Jäger und Jagdausübungsberechtigte dann ist? Da müsst ihr wieder gucken beim Ortslandwirt. Das ist alles kompliziert. Ich würde den besten Tipp geben, den ich habe, ist, wenn ihr das wissen wollt und nicht in eine Notsituation kommen möchtet irgendwann, dann kümmert euch jetzt drum, wo ihr noch keinen gefunden habt in eurem Bezirk. Und fragt euch durch, wen ihr da anrufen müsst, ob es eine Auffangstation gibt, ob die Polizei das machen würde, ob das Forstamt sich drum kümmert und. Es gibt auch manchmal große offizielle Auffangstationen in manchen Gebieten. Fragt euch durch, schreibt euch die Nummer auf, packt die in euer Handy für euren Bezirk und dann braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr mal einen verletzten Vogel findet, das kann schneller passieren, als ihr denkt, dann habt ihr die Nummer immer griffbereit und ihr könnt die Leute kontaktieren. Ja, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja unseren Kanal abonnieren, vielleicht gefällt mir klicken. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne einen Kommentar, können wir über das Gesagte uns ein bisschen austauschen. Macht's gut, tschüss!